Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der Juventus Turin Trainerkarriere. Wenn euch heute die Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Heute mit dem Spiel gegen AC Florenz. Das wollen wir natürlich gewinnen. Die Fiorentina ist auf Platz 4. Wir sind auf Platz 7. Haben bereits 4 Niederlagen kassiert. 4 unnötige Niederlagen und 6 Siege geholt. Heute gegen AC Florenz werden wir das komplette Spiel angehen. Und dann schauen wir uns noch die weiteren Begegnungen an. Wir spielen auch noch gegen Cagliari und auch gegen Inter. Also ich werde tatsächlich Florenz komplett spielen, euch die in der Highlights zeigen, genau. Cagliari werde ich simulieren und Inter dann komplett spielen, das Derby. Aber Florenz muss ich einfach spielen. Wir haben auf jeden Fall eine neue Nachricht von Stanisic. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich mich wieder hundertprozentig fit fühle. Sie können auf mich zählen. Ich bin bereit, heute alles zu geben. Versprochen. Schön, dass du wieder da bist, Josip. Ob du wirklich spielst, das liegt noch in den Sternen. Oder das steht noch in den Sternen. Wir gehen rein, bereiten natürlich unser Team völlig auf das Spiel vor. Ich würde sogar fast sagen, wir spielen auf Konter. Genau. So. Trainingsplan passt auch. Und dann würde ich sagen, geht's rein hier. In den Vorbericht hier, Florenz. Teamstatistik. Sie haben auch einen starken Kader, wie man hier sehen kann, mit Josip Prekalo. Mit unter anderem auch ein Sofyan Amrabat, der eine wirklich herausragende Weltmeisterschaft im letzten Jahr gespielt hat. Und auch ein Lucas Martinez Quartal ist auch nicht so schlecht. Und natürlich ein alter Bekannter, Arthur, ist auch da. Und vor allem Lucas Vazquez. Pressekonferenz, denke ich, müssen wir nicht machen. Wir gehen in den Anstoßmodus hier rein kurz. Ich würde sagen, gehe natürlich in das Team, ganz klar. Und ich spiele tatsächlich mit Wey anstelle von Sané. Dann in der Innenverteidigung startet mal Rugani neben Bremer. Links Di Marco. Dann McKennie auf der 6. Und Asta Franks beginnt mal. Links Kostic und vorne Vlahovic zusammen mit Ken. So gehe ich jetzt an. Chiesa und Milik nehme ich mit, Illing Junior auch. Und ein Ozan Kabak nehme ich unter anderem auch noch mit für einen Rabiot bzw. für einen Pogba. Und Stanisic, Moyes wollte auch spielen. Und deswegen werde ich auch ihn mitnehmen. Allerdings für wen jetzt? Das ist die Frage. Für Cambiasso nehme ich den mal mit. Gehen wir rein in die Partie. Ich werde euch die Highlights zeigen und dann schauen wir mal, wie wir spielen werden. Und da gehen wir mit 1:0 in Führung durch Dusan Vlahovic. Was für ein schöner Schuss. Wie satt er den auch getroffen hat. Keine Chance für den Keeper. Keine Chance für Terracciano im Kasten. 1:0 Juve. So hatte ich mir das vorgestellt. Und das Tor erzielt Dusan Vlahovic. Und es ist sein erster Treffer in der noch jungen Saison. Schönes Tor von unserem Gegner und ich weiß gar nicht, wer es war gerade. Barak müsste es gewesen sein. Hier viel zu viel Platz und dann das Tor 1:1. Keine Chance für Pirin im Tor.
Da muss er besser stehen. 1-1. Alles wieder offen. Und da ist Halbzeit. Es steht 1-1 zwischen Juventus Turin und der AC Fiorentina. Beide Teams mit Optionen, mit guten Chancen. Wie wird der zweite Durchgang? Das werden wir sehen. Jawohl. Jawohl. Und es ist Timor TV. 2-1 für die alte Dame hier. So hatte ich mir das vorgestellt. Ein sehr guter Start in den zweiten Durchgang von uns. Schauen wir uns das Tor in der Wiederholung nochmal an. Wunderbar. So jedes Spiel und dann bin ich zufrieden. So jedes Spiel und dann bin ich zufrieden. 2-1. Timor TV ist der Torschütze. Yes. 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 Wir holen den Sieg bei der Fiorentina. Und der ist so wichtig. Der ist so extrem wichtig. 2-1 schlagen wir die Fiorentina, weil wir überlegt gespielt haben, nicht zu viele Fehlpässe gespielt haben. Und dann kommt halt so ein Ergebnis dabei raus. Ein 2-1 Sieg. Hervorragend. Das Interview werde ich natürlich jetzt überspringen. Und unser nächster Gegner, Cagliari Calcio, sollte auch eigentlich geschlagen werden. Trotzdem unterschätze ich diese Mannschaft natürlich nicht. Wir sind auf Platz 6. Gucken wir mal in die Tabelle. Die sind auf Platz 16. Und wir haben zwei neue Nachrichten hier. Monatliches Scouting-Update. Gucken wir uns den mal an. Da haben wir einen Fito Ferrari, der nicht so gut ist. Angelo Marchetti ist ebenfalls nicht gut. Fabrizio Sorrentino auch nicht. Giuseppe Ferri ebenfalls nicht. Und ein Maurizio Battaglia auch nicht. Sowie ein Samuel Guerra ist auch nicht interessant. Den Fokus des Trainingsplans von Arkadio Schmilic sollten wir uns anschauen. Dann machen wir das mal. Starker Fokus auf Leistung. Sehr schön, eine neue Nachricht. Die mangelnde Spielzeit schadet meiner Karriere. Ich möchte daher wechseln und einen Neuanfang wagen. Bitte teilen Sie mir die Freigabe, damit ich endlich mehr spielen kann. Hä? Stanisic möchte schon wieder wechseln, weil er nicht so oft spielt. Okay. Das wundert mich jetzt ein bisschen, weil ich eigentlich schon schaue, dass Spieler öfters reinkommen, aber das ist wirklich frustriert. Okay. Ja, okay. Müssen wir so hinnehmen. Müssen wir uns um einen Rechtsverteidiger kümmern. Aber jetzt gehen wir erstmal rein in das Spiel gegen Cagliari. So, Federico Di Marco hat optionale oder optimale Bissigkeit. Hervorragend. Sehr schön. Hervorragend. Für das Nationalteam sind Spieler abgestellt. Das interessiert mich eher weniger. Und dann gehen wir mal weiter. Hier in die Partie gegen Cagliari. Da spiele ich mit Wey wieder von Beginn an. Sané bekommt mal eine Pause wieder. Locatelli darf spielen für Rabiot. Rabiot darf spielen für einen McKennie und Stanisic beginnt für Danilo. So wie links mal in den Junior. Und dann gehen wir so rein. Hoffentlich gewinnen wir hier. Schnellsimulation. Und es wird ein 2-1-Sieg. Vlahovic trifft zweimal hervorragend. Und Lapadula. So hatte ich mir das vorgestellt. 2-1 gewinnen wir gegen Florenz. 2-1 gegen Cagliari. Und jetzt kommt Inter. Ich sollte den Trainingsplan von Federico Di Marco mich nochmal anschauen. Starker Fokus auf Leistung. Genau. Und wir gucken jetzt einmal in die Tabelle. Wir sind Fünfter, also langsam aber sicher kratzen wir
an der Tabellenspitze. Wenn wir Inter schlagen, haben wir 27. Also möglich ist noch alles hier in dieser Saison. Inter darf natürlich nicht unterschätzt werden, das ist klar. Entwicklungsplan von Di Marco. Gucken wir uns den mal an. Hat er seine 83, hervorragend, das passt. Der Scout hat Italien abgegrast. Und dann würde ich sagen, geht's rein in das Derby der Derbys in Italien. Juventus gegen Inter. Die setzen eher auf Flügelspiel, wir aktuell noch auf Konter, ganz klar. Ach komm, machen wir eine Pressekonferenz vor dem Spiel, vor dem Derby d'Italia. Salve a tutti. Bene, possiamo iniziare. E chi vuole fare la prima domanda? Wer möchte die erste Frage stellen? Nach einem doch eher durchwachsenen Saisonstart dürfte es schwierig werden, um die Meisterschaft mitzuspielen. Ist die Mannschaft gut genug, um die Wende zu schaffen? Natürlich. Wir denken immer positiv und ich bin sicher, dass wir gut genug sind, um ein Wörtchen um den Titel mitzureden. Juventus Turin legt derzeit eine Siegeserie hin. In den letzten 5 Spielen gab es nur Siege. Geht es auch gegen Inter so weiter? Ich konzentriere mich auf die langfristigen Erfolge. Können Sie Ihre Mannschaft für das Spiel gegen den Tabellenzweiten motivieren? Selbstverständlich. Wir sind immer motiviert. Egal wie der Gegner heißt, wir wollen immer gewinnen. Genau. Sehr schön. Eine Trainingseinheit brauchen wir nicht machen. Vorbericht. Ja. Ist ja auch eher uninteressant. Trainingseinheit brauchen wir auch nicht machen. Anstoß. Gehen wir rein. Und hier tatsächlich würde ich tatsächlich mit Maximiliano beginnen. Rechts wieder mit Stanisic. Und wer überzeugt mich immer mehr? Aber ich lasse tatsächlich mal wer auf links spielen. Hier Cambiasso. Dann Danilo. Zusammen mit Bremer, Rabiot. Und ich überrasche mal mit. Kennen wir. 3 Stürmern spiele ich. So, mit einer falschen 9 spiele ich hier. Und dann würde ich sagen, geht's rein gegen Inter. Let's go mit Stanisic. Er hat einen Wechsel gefordert, aber ich brauche ihn. Ich möchte da jetzt nicht unbedingt gerade dort einen Neuzugang verlieren. Wir gehen es natürlich erstmal ruhiger an. Und kennen der ersten Chance. Genau so will ich spielen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wie ich Interwisch kämpfen kann. Sané mit der Ecke. Die kommt kurz. Inter kann ich klären. Schön von Stanisic. Gosens hier. Der jetzt eigentlich bei Union spielt. Und Maximiliano ist da hervorragend. Also die erste dicke Chance gehörte uns. Daran anknüpfen. Und Inter nichts gewähren. Wieder Maximiliano da. Der auch mal wieder Einsatz kriegt. Einsatzzeit.
Rabiot, Sané. Sané schiebt an. Sané hat die Geschwindigkeit, seine komplette Gegenspieler abzudrängen. Und dann scheitert er trotzdem, weil er sich im letzten Moment den Ball zu weit vorlegt. Chiesa. Guter Schuss hier. Juve macht es stark. Lässt Inter kaum Luft. Hatte schon die zweite dicke Möglichkeit. Und in der Defensive schaut es bis jetzt auch sehr stark aus, was das Stanisic macht. Ken. Mal auf der Außenseite unterwegs hier. In der Mitte sind natürlich Vlahovic unterwegs. Und dann drüben auch Chiesa. Der Ball landet auch bei Chiesa. Er zieht ab, aber Sommer ist hellwach und auf dem Posten. Also früher oder später fällt er das 1-0. Sehr schön, Chiesa. Ken legt ab auf Vlahovic und jetzt hat Vlahovic natürlich Platz. Und er macht das 1-0. Genau so. Stark, 1-0. Und was ist jetzt los? Muss jetzt hier kurz einen Cut. An dieser Stelle, sorry für den kurzen Cut, aber irgendwie habe ich einen schwarzen Bildschirm gesehen. Und deswegen musste ich hier kurz einen Cut machen. Aber jetzt geht es natürlich hier munter weiter. Wir führen hier. Wir führen hier mit 1-0 durch Dusan Vlahovic nach 35 Minuten. So habe ich mir das vorgestellt. So müssen wir weiterspielen. Und dann wird es hier was mit dem nächsten Dreier. Danilo. Stanisic. Macht seinen Fehler wieder gut. Stanisic. Bremer. Cambiasso. Cambiasso. Starke Flanke, aber Sommer ist da. Stark hier, wie wir die Spieler von Inter stellenweise immer wieder den Ball abnehmen. Jetzt ist Halbzeit. Es steht 1-0 für die alte Dame durch Dusan Vlahovic. So kann es weitergehen. Let's go. Ab geht's in den zweiten Durchgang. So weiterspielen. Und dann ist es der nächste Dreier gegen den Tabellenzweiten. Schade. Das wäre es gewesen hier, wenn wir den Ball noch in die Mitte durchstecken konnten, aber leider nichts. Und das
ist die rote Karte für Robin Gosens. Das ist die rote Karte für Robin Gosens. Oh je. Da nimmt das Daničić deutlich von den beiden und macht seinem Team das Leben jetzt noch schwerer hier. Jetzt gibt es den Freistoß für die alte Dame. Und Inter mit einem Mann weniger. Quadrado spielt gegen seinen Ex. Die Konzentration muss da bleiben. Danilo sieht wunderbar Chiesa. Chiesa könnte abziehen. Sieht auch ab, starke Parade von Jan Sommer und der Ball bleibt im Spielfeld. Ein 1:0 ist gefährlich, deswegen versuche ich jetzt zu wechseln und zwar bringe ich McKennie für Ken. McKennie geht daher ein wenig nach hinten hier, Spieler ZOM, dann hier kommt noch ein Aster Frank schreiben für Sané. Wie er bleibt links, bringe ich tatsächlich die Marco. Und dann schauen wir mal, wie wir weiterspielen hier. Rabiori. Vlahovic. Wie er läuft. Wie er läuft. Vlahovic. In die Mitte. Und Ken probiert es nochmal. Seine letzte Aktion hier im Spiel, bevor er ausgewechselt wird. Nee, doch nicht. Franz kommt jetzt häufiger zum Einsatz. Wir haben hier Wer. Und was für ein schöner Direktschuss hier. Aber kein Problem für Jan Sommer. Also das gefällt mir, wie wir hier Inter bekämpfen. Quadrado. Fehler. Jetzt Rabiot. Schickt wunderbar weh auf die Reise. Die 81. Komm, wir jetzt das Spiel nicht aus der Hand geben. Das ist so ein typisches 1:0 für die alte Dame. Quadrado. Könnte flanken. Braucht zu lange. Danilo ist da. Noch 3 Minuten. Stark von McKennie. Kenny und Sommer ist da, aber das ist der Sieg. Das ist der Sieg. So kann es natürlich weitergehen.
Genau so. Ich hoffe, das wird auch in der nächsten Folge weitergehen. Wir werden natürlich das jetzt alles überspringen. Und dann gucken wir uns die Tabelle an. Hier. Wir sind auf Platz 4, auf einem Champions League Platz nach 13 Spielen. Hervorragend und könnten sogar noch nicht Tabellenführer werden. Tabellenführer ist aktuell Bergamo. Gucken wir uns die nächste Folge an. Davor allerdings, du solltest den Trainingsplan von Maximiliano überdenken. Okay. Starker Fokus auf Leistung. Und hallo Boss, es wird viel über meine aktuelle Position geredet. Aus meiner Sicht machst du das gut. Dann kriegt Chiesa auch eine andere Entwicklung. Hier ist Chiesa Entwicklungsplan. Und zwar als Stürmer. Genau. Okay. So. Dann gehen wir nochmal in den Kalender. Gehen wir zum Spiel gegen Monza. Voran. Und in der nächsten Folge heißt es Monza, Napoli und Genua. Okay. Letztes Mal gucken wir in den Monatsbericht des Jugendscouts. Bernardi, der ist 16, immer noch eine 90. Okay, wenn er weiter abbaut, werde ich auch ihn entfernen. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. In der nächsten Folge geht es gegen Monster. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich um den Daumen nach oben freuen. Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao.